Hallo zusammen, ich habe wieder mal eine Liontron-Batterie. Da sieht man rundherum nicht viel. Wir sehen es dann hier. Das ist eine 24 Volt, also eine 25,6 Volt und 40 AH Batterie. Wir packen die aus. Die kam hier, wenn man oben dran schaut, auf UPS. Ich habe schon aufgemacht. Eingepackt Standard hier mit der Schrumpffolie, dann auch hier mit der Anleitung, Kurzanleitung, wie man die zusammenhängt. Genauere Sachen findet ihr natürlich bei liontron.de auf der Homepage. Ja, dann habe ich hier einen neuen Zettel drauf. Wir packen die jetzt mal aus. Von außen stellen wir schön hin. Auf der vorderen Seite sehen wir, wir haben neben die 25 Volt, 40 Ampere, Liontron, dann auf dieser Seite den Sicherheitskleber, dann hier das Logo zum Einloggen mit dem Handy und hier unten einen kurzen Beschrieb, technische Daten über die Batterie. Ich verlinke euch unten das Datenblatt über die Batterie selber und die Preisliste dazu. Wir kontrollieren die Maße. Gemäß Preisliste Datenblatt habe ich eine Breite von 260. Haben wir 17, also 170 und eine Höhe von 100, 206. Und hier habe ich 209. Das kann sein, 209. Hier kommen die Anschlüsse noch ein bisschen oben raus. Also hier die Anschlüsse, dass hier in den Maß hier das Kabel reinkriegt. Das wird eng. Hier ist eine M6-Schraube drin, zweimal. Ja, mehr kann sich dazu jetzt nicht sagen. Diese 24-Volt-Batterien, wir brauchen diese 24-Volt-Batterien eher für Transportwagen, Speisetransportwagen in dem Sinn, aber meistens dann die größeren. Oder autonome Transportbehälter im Boot und Caravan. Ist das überhaupt kein Thema, 24 bzw. 25,6 Volt. Oder teilweise in autonomen Imbiständen oder so, aber da gehen wir meistens auch auf 12 Volt. Von dem her haben wir diese 24 Volt Batterien nicht am Lager. Wir haben momentan Lieferzeit von etwa einer Woche, bis wir diese Batterien am Lager haben. Sonst das ganze 12 Volt Sortiment, bis auf die kleinen, haben wir bei uns hier in Schlatt am Lager, in der Regel, aber zurzeit überhaupt kein Problem. Und ihr wisst ja auch, es gilt noch eine Aktion bis Ende Februar im Wohnmobil. Wenn ihr vorbeikommt, ersetzen wir euch die Batterie, oder nicht die, sondern das, was ihr dann braucht, zum Nulltarif. Also ihr müsst nur die Batterie bezahlen und wenn da ein Kabel braucht oder eine Anschlussklemme oder sowas, das ist im Preis inklusive. Ja, zum Preis dieser 40 Amperestunden, die Batterie ist gleich groß wie die 80 Ampere auf 12 Volt, die ist 937, eben unten das Datenblatt verlinkt und die Preisliste. Weiter mache ich euch hier einen Einbau in einem Wohnmobil. Und hier ein Link auf unsere eigenen Batterien. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.